Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes, werte Freunde des fortgeschrittenen Semi-Nichtstuns. Wir sind im Livestream, das seht ihr gerade unten gar nicht an der Playlist, aber Moment, da kann ich Abhilfe schaffen. Ne, Moment, wo ist er denn hin? So und da, so, da ist der Chat. So, wer jetzt aus dem Chat Hallo YouTube sagen möchte, kann das gerne tun. Wir befinden uns hart in den Vorbereitungen für den Deep Run zu Level 3600. Ich habe gerade frisch ascended vor einer Viertelstunde ungefähr, also der Run ist noch ganz frisch. Dementsprechend bin ich auch erst in Zone 1900. Und wir brauchen noch ein bisschen, bis der wirkliche Deep Run losgeht, aber Vorbereitung ist ja wohl bekanntlich alles, von daher müssen wir noch ein paar Sachen tun. Unter anderem müssen wir Hero Souls ausgeben. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Das wird, glaube ich, jetzt erstmal eine riesige Klickorgie. Weil ich ganz gern, und zwar bedauerlicherweise aus Gründen, auch zuerst Morghulis auf 100.000 ziehen möchte. Das kann ich aber nur in 1000er Schritten machen. Das dauert halt ewig. Aber hey, fangen wir mal an. Kann ja nur ein paar Monate dauern. So, das sind 1000 Klicks pro Million. Also muss ich nur 19.000 Mal klicken. Das sollte relativ schnell gehen. Ja, das machen wir übrigens den kompletten Deep Run lang, damit ich auch was zu tun habe. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ja, warum kann ich nicht 10.000 auf einmal leveln? Früher ging das. Scheiß Patch. Früher war alles einfacher. Gut, früher hat es ewig gedauert, seine ganzen Seelen, also wenn man wirklich komplett sämtliche Hero Souls in Morghulis packen wollte. Alter, nee, das ist mir jetzt echt zu bescheuert. Nein, das geht gar nicht. Und ich mache das mal kurz noch auf zumindest einen halbwegs glatten Wert. So, theoretisch haben wir, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wir brauchen dafür 19, wir haben dafür genug Hero Souls, oder? So, okay, dann haue ich jetzt erstmal 1000 in Sialatas. Und dann hauen wir den Rest einfach in Morghulis, das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, das macht das deutlich einfacher. Scheiß auf glatte Werte, niemand braucht das. So, nehme ich den Grundschaden noch ein klein bisschen mehr gesteigert. Höherer, was heißt Grundschaden, aber zumindest alles, was ohne Klick-Kombo schon mal einen höheren Schaden macht, ist schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Doch, Max Hero Souls ausgeben ging an sich, aber ich hatte eigentlich vor, Morghulis glatt auf 100 Millionen zu ziehen, so rum. Dann 1000 Level Sialatas zu kaufen und dann mit den restlichen Hero Souls noch irgendein Kappes anzufangen. So habe ich jetzt praktisch 2,8 Millionen Hero Souls mehr in Morghulis gesteckt, als ich wollte, aber bevor ich jetzt die riesen Klickorgie anfange, nee. Das kommt mit dem Deep Run schon genug, von daher. Alabaster lohnt sich grundsätzlich, kommt halt drauf an, wie hoch deine Helden, deine, wie heißt das denn, Ancients gelevelt sind. Ja, wenn die nicht hoch genug gelevelt sind, macht es halt keinen Sinn. Da gibt es so eine Faustregel. Spielst du ein Idle-Build oder spielst du ein Clicker-Build? Das ist die Frage. Oder beziehungsweise spielst du Idle-Hybrid oder spielst du einen reinen Clicker-Build? Ich müsste jetzt auch nochmal genau die Zahlen nachgucken. Aber falls du einen reinen Idle-Build spielst, sollten... okay, du spielst ein Idle-Build. Dann solltest du Agave bzw. Sialata schon so auf 14.000 haben und der Rest ungefähr angepasst. So, dann macht es... Also solltest du mindestens da haben. Maximal auf 17.000. Irgendwo so dazwischen macht es dann Sinn, die ganzen Guilds umzuschaufeln. Sonst leider nicht so. Der entscheidende Punkt ist, dass Alabaster an sich natürlich schon mehr Schaden macht, aber du willst eben
flüssig so weit spielen können, also ohne dass das Spiel langsamer wird, dass du dir mindestens Level 1000 Alabaster leisten kannst, um, also du brauchst halt einmal diesen Zehnfach-Bonus drin, den du halt auf Level 1000 bekommst, weil du sonst dem Schaden, den du für das gleiche Gold mit Cadmia machen würdest, deutlich hinterherhinkst. Das ist der Punkt. Keine Ahnung, was Alabaster an Schaden macht, müsste ich gucken. Da steht's. Also zumindest mit meinen Ancients, mit deinen wird das vermutlich anders aussehen. Bench, kennst du das Spiel Tab Titans? Wenn ja, was hältst du davon? Ja, kenne ich. Habe ich sogar schon vorgestellt in meiner Clicker Games Reihe. Finde ich ganz nett. Also es hat mich jetzt nicht total... Wobei, ich habe es auf dem Handy in der Tat eine Weile gespielt. Aber nie wirklich weit. Also mal so eine Woche und dann... mir reicht halt ein Idle-Spiel gleichzeitig irgendwie immer. Und das ist bislang immer noch Clicker Heroes. So, irgendwo wollte ich aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ach genau, ich wollte sagen, ich habe eine Clicker Heroes Folge, in der ich am Anfang Tab Titans spiele. Fun Fact, spiele ich gar nicht, tue ich nur so. Aber ich wollte... Ah, vielen Dank fürs Rauskramen von dem Regilding-Chart. Genau, das ist eine super Sache. Da war ich gerade ein bisschen zu faul für. Ich benutze Dark Ritual. Prinzipiell einmal, sobald ich einmal die Skills einsetze. Am Anfang mache ich das nicht, weil es den Idle-Mode unterbricht. Da habe ich dann immer keinen Nerv drauf. Aber sobald ich die Skills einsetze, setze ich auch Dark Ritual mit ein und dann im Deep Run definitiv auch regelmäßig, immer wenn der Cooldown runter ist, also so 2-3 Mal, je nachdem wie lange der Deep Run dauert. Ja, und klar, für einen Deep Run werde ich auf jeden Fall meine Guilds umschaufeln, weil da komme ich ja eh weit genug, um Astrea dann auch locker auf 1000 und höher zu ziehen. Nur in einem normalen Run, also wenn ich auf Level 2400, 2450 normalerweise ascenden würde, da macht das eben keinen Sinn. Deswegen habe ich das im Moment noch nicht, aber später im Verlauf des Deep Runs werde ich meine Guilds auf jeden... Ich bin so ein Idiot. Ich wollte Hero Souls aufheben. Naja, darum wollte ich Hero Souls aufheben, damit ich meine Guilds umschaufeln kann. Naja, Clan, wir müssen mal den Raid schaffen, dringend. Ich brauche Hero Souls. Ah, ich bin so ein Opfer. Ja, bedauerlich. Ah, wisst ihr was? Scheiß drauf. Nein, Clan, wir müssen doch nicht den Raid schaffen. Ich habe einen anderen Plan. Notfall Quick Ascension. So, Thema gegessen. Mal eben 3 Millionen Hero Souls ausgepackt, läuft. Gute Sache. Wir brauchen ja auch gar nicht so viele. Wir brauchen, keine Ahnung, 50.000 oder so maximal. Also für hin und wieder zurück Gilden. Und genau aus solchen Gründen habe ich gern immer mindestens 50, lieber 100 Rubine rumliegen. Man weiß nie. So. So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist sagen, was im tatsächlichen Deep Run so passieren wird, während das hier noch so ein bisschen vor sich hin eilen kann. Außerdem kann ich mal den Fisch klicken, fällt mir so auf. Dafür brauche ich aber was, nämlich meinen Hut, aus Gründen. Der ist zum Glück direkt hier. Und zwar... ich brauche gleich auch nochmal eure Kreativität. Aber und zwar habe ich mir überlegt, ich muss mir mal irgendwie so ein paar Unterhaltungsprogramm-Sachen ausdenken. Irgendwas muss halt in diesem Deep Run passieren. Also ich kann ja auch einfach nur 6 Stunden sitzen und Scheiße reden. Aber
Das geht lustiger. Darum werde ich Aufgaben ziehen, die ich mir gleich ausdenke und die ihr euch auch ausdenken könnt. Und zwar 10 an der Zahl. Und die werde ich auf kleine Zettel schreiben. Und dann in diesen Hut tun. Und jede 100. Zone beginnt bei Zone 2600. Also bei 2600, 2700, 2800 und so weiter und so weiter, werde ich jeweils einen Zettel ziehen und dann der entsprechenden Aufgabe, die da draufsteht, nachkommen. So, ich habe 4 oder 5, hatte ich selber schon. Ich muss gleich nochmal gucken, ich brauche erstmal einen Stift. Hier. So. Ziehe einen Hasen aus dem Hut. Moment. Das funktioniert so, glaube ich, nicht. Moment. Mal gucken. So, hier der Hut und hier ist der Hase. was für ein Scheiß. So, nein, grundsätzlich, was aus dem Hut hinauskommt, muss vorher in den Hut hinein. Deswegen werden die Aufgabenzettel jetzt beschriftet. Außerdem nochmal ein paar Level nachgekauft. Der Nase klicken am Arsch. Ich klicke doch selber gar nicht. Dafür habe ich doch dann den guten Klickstorm permanent. Ich muss ja gar nicht klicken. Ist das schön an der Sache. So. Ich mache jetzt mal 2 langweilige Sachen. Die mich aber prinzipiell sehr erheitern. Naja, was heißt erheitern, sehr erfreuen? Also letztendlich auch erheitern. Moment, kommen wir gleich dazu. Die können interessant werden, wenn ich sie früh ziehe. So, und zwar... Gott, kann man das... Ja, kann man erkennen. Trinke ein Bier. 100... Moment, da fehlt noch das Wort Zeit hinter. 100 Zonen Zeit. Wenn ich das früh ziehe, muss ich das Bier eben relativ schnell trinken. Das ist der entscheidende Punkt. So, das geht auf jeden Fall in den Hut. Dann, um den Alkoholkonsum noch ein bisschen zu fördern, nicht um ihn zu verherrlichen, trink keinen Alkohol. Alkohol ist böse. Ich darf das. Ich bin ein alter Mann. Ich kann das beurteilen. Von daher... Trinke einen Cocktail, auch 100 Zonen Zeit fehlt da natürlich noch hinter. Und den muss ich dann natürlich auch noch mixen. So. Außerdem sage ich jetzt schon mal an, es wird vermutlich passieren, dass zwischendurch ich irgendwie... Gott, was für eine grammatikalische Missgeburt dieser Satz jetzt schon ist. Nochmal von vorne. Es wird zwischendurch passieren, dass ich meine Klick-Combo aus den Augen verliere, beziehungsweise den Klickstorm aus den Augen verliere. Und wahrscheinlich nicht für lange, aber es wird irgendwann passieren, dass meine Klick-Combo zumindest ein bisschen runtergeht. Also ich versuche, dass es nicht dazu kommt, aber es wird vermutlich passieren. So, die Ansage ist, nachdem wir Zone 3600 erreicht haben, werde ich für jedes Mal, dass die Klick-Combo absinkt, egal wie weit sie absinkt, aber für jedes Mal, dass sie absinkt... was? Eine Scheibe Brot essen? Nein. werde ich auf jeden Fall noch einen großzügigen Schluck von einem weiteren Cocktail nehmen. Und, ich sag mal 10 Minuten länger streamen, darüber hinaus noch. Ich gehe im Moment davon aus, dass das häufiger passieren wird, deswegen... wenn es nicht so häufig passiert, sagen wir mal eine Viertelstunde, aber das entscheide ich dann spontan. So, auf jeden Fall. Eine weitere Aufgabe wird... Moment. Das kann man kaum lesen, aber egal. Moment. Und... Tada. Hätte ich auch schon mal vorher aufschreiben können, ne? So viel zum Thema Vorbereitung ist alles. So, gucken, ob man das erkennen kann.
Schreibe ein Lied mit mindestens 10 Zeilen und 10 Begriffen aus dem Chat. Das heißt, ich werde auf meiner Ukulele ein bisschen rumklampfen und mir einen kleinen Clicker-Hero-Song ausdenken und werde davon 10 Begriffe, die ihr in den Chat schmeißen könnt, dann zu dem Zeitpunkt, nicht jetzt, sondern nachher, muss ich dann mit in den Text irgendwie einbauen. Ob das hinterher Sinn macht, ist eine andere Frage, aber schauen wir mal. So, ein Punkt, auf den ich mich besonders freue, wird Essen und Weinen und Level kaufen. Dahinter verbirgt sich, ich werde mir quasi live im Stream Pizza bestellen. Ich habe auch schon einen Bringdienst meiner Wahl auserkoren. Und da kommt dann Chili-Pulver drauf und Jalapenos und Peperoni und scharfe Soße. Und ich habe hier auch noch ein bisschen Jalapeno-Tabasco und Sriracha-Soße. Ich muss ja zwischendurch auch irgendwas essen und dann weine ich vermutlich ein bisschen. Mal gucken, wie scharf es wird. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bock drauf. Das wird auf jeden Fall passieren. Irgendwas hatte ich noch. Ich hatte noch irgendwas. Ah, ohne Brille spielen ist lahm. Das macht einfach gar keinen Unterschied, weil meine Brille einfach gar nicht so stark ist. Also ich kann jetzt halt noch einwandfrei den Chat lesen. Das ist halt so... Macht keinen Unterschied. So, pro 100 Punkte Klick-Kombo, die fehlen einen Schnaps. Nee, Alter, auf gar keinen Fall. Da sterbe ich, ohne Witz. Weil die Klick-Kombo sinkt so schnell ab. Und wenn mir die dann von, keine Ahnung, 100.000 auf komplett runter absäuft, muss ich 1.000 Schnaps trinken. Nee, auf keinen Fall. Selbst pro 1.000 ist das nicht machbar. Pro 10.000 würde gehen, aber ich will mich hier nicht besaufen. So. Will vielleicht zwischendurch gepflegt einen trinken, aber ich will mich hier nicht ernsthaft besaufen. So. Jeder Fisch mit 2 Rubinen einen Schnaps. Ja, dem kann ich ja entgehen, indem ich einfach keine Fische anklicke. Ist ja nicht das Problem. So, ich muss noch mal den Chat kurz ein bisschen hochscrollen hier. Ah, das Gute ist, dass ich den Chat in 2 verschiedenen Fenstern offen habe. Das heißt, das sieht man im Stream gar nicht. So. Ach so, das war das mit... Jetzt sehe ich das erst. Esse eine Scheibe Brot, die in Bier eingelegt ist. Ja, die muss ich erst in Bier einlegen. Das ist meh. Eine Stunde Clickstorm nicht benutzen, nee, das ist mir echt zu anstrengend. Tut mir leid, das macht doch keinen... Also, eine Stunde ist zu hart. Stunde ist auch mehr als 100 Zonen, theoretisch. Aber die Sache ist, wenn ich das spät ziehe, dauert das halt total ewig. Spielen uns das... apropos Kazoo-Lied. da müsst ihr dann auch mitleiden. Hören, das ist immer eine schöne Zahl. Ach, 10 Mal muss reichen. Ah, dann wir machen mal 10 Minuten draus. 10 Minuten. Das ist auch grammatikalisch schon eher grenzwertig, aber höre 10 Minuten das Kazoo-Lied am Stück. Ich freue mich drauf. Das wird schön. Für mich, für euch glaube ich nicht so. Ich habe da ein bisschen Bock drauf. So, wir merken, es wird langsamer. Ich muss gleich mal die Skills reinhauen und dann geht's tatsächlich los. Dicke Menschen, Tuba Inc. Großartig. Wer sich jetzt gerade fragt, was das Kazoo-Lied ist, es ist ein sehr betroffen machendes Lied, was in Folge 96 zum Einsatz kam, also sprich vorgestern. Also vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen vorgestern. Ja, stimmt, ihr könnt den Sound ausmachen, verdammter Hacke. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. So. Bench, I challenge you to not activate Energize at least before you reach level 3025. Because reasons.
Aber Energize. Aber. Können wir das ändern auf benutze Energize nicht für 100 Zonen? Dann kann ich das nämlich als Aufgabe in den Hut tun. Also 100 Zonen lang nicht Energize benutzen. Damit könnte ich leben. Ich schreibe das jetzt einfach mit auf. Ist entschieden. 100 Zonen. Ich bin so bescheuert. Warum mache ich das? 100 Zonen. Kein. Mist, verschrieben. Egal. Hundert Zonen, kein Energize Skill. Zwei Stunden nicht aufs Klo ist prinzipiell kein Thema. Die Frage ist, ob ich dann schon das Bier und den Cocktail getrunken habe. Dann wird es nämlich hart anstrengend. Abgesehen habe ich total die Zeit, aufs Klo zu gehen. Hallo? Skill läuft mit Cooldown 2,5 Minuten. Das ist total entspannt. Alle 300 Zonen was anderes in den Bart hängen. So viel habe ich, glaube ich, nicht, was ich mir sinnvoll in den Bart hängen kann. Außerdem, je nachdem, wie tief ich dann hier runterrutsche, sieht man den Bart nachher eh nicht mehr. Und ja, Slarius, ich habe übrigens noch dein Awakening-verbildertes Gedicht. Das kommt morgen auch noch zum Einsatz beim Livestream. So, genau, jetzt werde ich darum gebeten, hier erstmal meine Ancient-Level zu zeigen. Das macht auch total Sinn, bevor wir gleich wirklich hier starten. Ich muss dringend die Skills einsetzen, das wird alles viel zu langsam hier, aber egal. So, Agive ist auf 10.000, Baal ist auf 7.000, Kronos ist vollkommen egal, Fraxworth ist auf... Moment, wir haben ja noch ein paar Hero Souls über, oder? Nein, nicht so richtig viele. Na okay, lassen wir mal. Baal ist auf 7.000, Fraxworth ist auf 6.000, Iris ist vollkommen egal für im Moment. Juggernaut habe ich noch ein bisschen hochgezogen, von 1234 auf 1337. Das finde ich eigentlich sehr schön. Libertas, Mammon und Mimsi sind weiterhin auf 8370, because Wayne Gold Ancients. Mongulis habe ich gerade gelevelt, das weiß man. Pluto ist 6000, Sialatas habe ich auch gerade auf 10.000 gezogen. Solomon ist nach wie vor auf 3-2-1 keins. Und ja, der Rest ist halt, also Thusia noch auf 100, das ist aber auch egal. Und der Rest ist eben Max-Level. So. Resette alle 3 Stunden einmal. Ja klar, hallo, das ist ein Deep Run, da resette ich doch nicht. Was? Für 100 Zonen alle Guilds oder die Hälfte auf Löw-Level? Soll das Low... Ach, das soll Low-Level helfen. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Das bremst das einfach nur massiv aus und macht halt einfach gar keinen Sinn. 45.000 Klick-Kombo mit der Nase, hallo? Ich meine... Warum hebe ich dafür die Tastatur hoch? Das ist total langweilig, da haue ich mir halt 45.000 Mal die Maus ins Gesicht. Aber nein, auch das nicht. Okay, wir finden zwischendurch schon... Ich muss mal gucken, wie viele Aufgaben haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 6, also wir brauchen noch 4 Aufgaben. Das finden wir aber zwischendrin. Ich kann die erste ja schon mal ziehen, das ist ja nicht das Thema. Nochmal der Hinweis, da sich die Folge zumindest, also die Folge, die dann auf YouTube kommt, jetzt dem Ende neigt, bedanke ich mich vorerst ganz herzlich fürs Zugucken. Wenn ihr den Livestream verpassen solltet, könnt ihr das Ganze nachträglich schauen auf hitbox.tv. Link findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Das Ende vom Deep Run gibt es aber auch in der nächsten Folge zu sehen. Und ja, wir machen uns jetzt auf den langen, langen Weg. Und ja, für sämtliche YouTuber erstmal angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Vielen Dank fürs Zugucken natürlich und...